Bei seinem letzten Auftritt für die Deutsche Post präsentiert sich Frank Appel ruhig und gelassen wie immer. Seinen Aktionären kann er diesmal 5 Cent pro Aktie mehr auszahlen als im vergangenen Jahr, immerhin. Es sei sein herausforderndstes Jahr gewesen, sagt Appel auf der Hauptversammlung in Bonn. Die Folgen der Pandemie und des Ukraine-Krieges seien auch an der Post nicht spurlos vorbeigegangen. Das Unternehmen stände aber weiterhin gut da. Mit der Devise "Wir wollen schneller wachsen als der Markt" ist Appel 2008 angetreten. Damals kamen 85% des Gewinns aus dem Inlandsgeschäft. Heute bringt das Auslandsgeschäft den Hauptgewinn. Die Deutsche Post ist ein Global Player geworden, mit 550.000 Vollzeitstellen weltweit. Den Konzern übernimmt jetzt das bisherige Vorstandsmitglied Tobias Meyer.